In schneller Bildfolge Porträts von Profi- und Amateurfußballern auf Fußballplätzen. Paarweise spielen sie miteinander. Das Bild ist unscharf. Ein Mannschaftsfoto der Amateurmannschaft Refugee 11. Ein roter Balken mit einem Fußball erscheint Refugee 11. In einer Umkleide, ein Dunkelhäutiger. Ich bin Giuseppe Avungudika, 26 Jahre alt, gebürtiger Angolaner. Mein Name ist Mohammed, ich komme aus Syrien, ich bin 21 Jahre alt. Stürmer beim SV Sandhausen. Ich lebe mittlerweile schon seit 24 Jahren in Deutschland. Seit einem Jahr bin ich hier in Deutschland und ich spiele bei SC Lechnisch Germania. SV Sandhausen Trainingsgelände. José und Mohammed spielen an einem Kickertisch. Sie klatschen sich ab. Die zwei sitzen auf einer Bank. Kannst du mir etwas erzählen über Angola? Angola ist ein sehr schönes Land, wie bestimmt Syrien auch. Es ist halt ein Land, wo früher halt lange ein Bürgerkrieg war. Das war auch der Grund, weswegen wir hier nach Deutschland geflüchtet sind. Das war 1992, da musste meine Familie und ich dann halt aus dem Land flüchten. Wenn das hier Afrika ist. Er malt auf ein Whiteboard. Ist hier Angola ungefähr. Wo ist denn Syrien? Ja, Syrien ist da. Ja. Mohammed markiert das Land. Wie bist du eigentlich nach Deutschland gekommen? Weil hier ist hier das Mittelmeer. José schraffiert es blau. Ja, von Syrien nach Libanon mit dem Bus. Und danach mit dem großen Schiff nach der Türkei. Von Türkei mit dem Boot im Meer nach Griechenland. Ihr seid von der Türkei bis nach Griechenland mit dem Boot? Ja. Okay. Das war 3 Stunden im Meer oder 4 Stunden. Es war sehr schwer. Viele Leute im Boot. Ja. Wie bist du dann hier hingekommen? Nach, wie heißt das? Mazedonien, ja. Und danach Serbien und Österreich. Und danach kommt Österreich. Bist du zu Fuß immer gegangen oder mit dem Bus? Ja, Bus, mit dem Fuß. Wie lange hast du dafür gebraucht? Wie viel? Fast einen Monat. Ja. Bist du in Deutschland was? Ja, das war sehr schwer. In blauer Schrift Mohammeds Fluchtweg. Syrien, Libanon, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich, Deutschland. José und Mohammed sitzen auf einer Massageliege. Woher wusstest du, als du hier in Europa warst, wo Deutschland ist? GPS einmal am ersten steht und dann gehen wir mit diesem Mann. Viele Gruppen hier. Dann wir laufen. Wohin, weiß ich nicht. Ah, okay. Ja, mit diesen Leuten. Wärt ihr zum Beispiel in Belgien gewesen, wärst du auch einfach in Belgien geblieben? Ja. Porträts aller Fußballer erscheinen. In Rot, Bundeszentrale für politische Bildung. Mehr auf www.refugee11.de.